Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von XCOM 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir sind gerade wieder in der Sea-Soldaten-Ausbildung und werden den Soldaten weiterhin ausbilden. Und heute werden wir ihn mit dem Wahnsinn-Skill verbessern wollen. Ich hoffe, dass wir heute so einiges schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Unter anderem Informationen sammeln, damit wir noch ein bisschen was hier reißen können in dem Turmmission. Wir haben nur 46 Informationen, das ist natürlich ein bisschen wenig. So, Ziele überprüfen. Vorräte. Ingenieur. Ranger, toll. Oh. Verlassenes Lager. Ein unter den Ruinen einer entlegenen Siedlung vergrabener Kanalzugang wurde zuletzt als befehlsmäßige, behelfsmäßige Zelle genutzt und wir fanden darin einen verwundeten Edwin-Soldaten, der in Einzelhaft gehalten wurde. Wir wissen zwar nicht, wer ihn dort eingesperrt hat, aber wir konnten noch ein paar Informationen aus ihm herausholen, bevor er verstarb. Okay. Herr Commander, eine Vorratslieferung wartet auf mich. Jaja. Und wir haben jetzt aber noch eine Guerilla-Mission. Die müssen wir aber nur machen, wenn wir hier eins dieser Dinger verhindern wollen, der düsteren Ereignisse. Erhöht alle Informationskosten. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Also starten wir diese Mission, denn wir brauchen die Information, um auf Osteuropa unsere Chancen oder unsere Bonis bei der letzten Mission freizuschalten. Und dafür brauchen wir halt Informationen. So, Scharfschütze. Den. Alle gut. Alle. Wir starten dann also in die Mission. Wir sehen uns dann gleich auf dem Schlachtfeld wieder. Manners 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. So, und wir wollen dann ein duftes Gerät hier aus diesem kleinen Gebietchen holen. Okay. Oh, ist aber wieder ein ganzes Stück zu laufen. Dann laufen wir schon mal los mit unseren Scharfschützen. Dass wir möglichst schnell ans Ziel der Mission kommen. Denn jetzt sehen sie uns eh noch nicht. Ja, das sind böse Gegner. La la la. Spurte los. So, darüber. Was die durch Rüstung schießt. Hüpf, hüpf. So, du warst der mit der dicken Waffe. Waffe, Schießeisen-Ding. Schön vorlaufen, Leute. Oh, da oben sind auch welche. Oh, fuck. Sie kennen unsere Position. Nicht cool. Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass da oben welche sind. Kacke. Habe ich schon Kacke gesagt? Stirb. Na, fuck. Suchende Narre. Getroffen. Boah, du blöde Sau. Dafür hole ich dich da vom Turm runter. Lauf lieber weg. Und Feuer. Kleine Fee kommt zu dir rüber und macht dich fertig. Roboter nehmen keinen Fallschaden, oder? Oh, doch.
Nein. Ein bisschen zumindest. Scheiße. Oh Gott. Das ist ein harter Anfang. Diesmal werden wir Schaden nehmen. Und nicht ganz ohne davon kommen. Achso, du schießt nur in den Himmel. Das ist alles entspannt dann also. So, du kriegst auch noch eine geknallt. Ja, sehr schön. Umgebumst, die alte Sau. Feuerschutz, ernsthaft? Die Flammen sind zu nah! Mach mal mit der Pistole die Nummer. Bestätigter Abschuss! Das könnten wir rein. Na, der ist zu weit oben dafür. Also doch so. Tschüss! Was war das? Ich hatte aber hier so ganz schnell Kopfschmerzen jetzt. Yeah! Kern. Und der Stecher. Ich habe das Paket. Für eine weitere Aktion. Und los geht's! So, dann gehen wir da rüber. Dann haben wir jetzt schon mal vier Gegner getötet. Ich glaube, 5 gab es hier insgesamt. Schon unterwegs. So, schön vorrücken jetzt. So. Lass dir auch eine neue Position aussuchen, denn da kommt gleich so einiges runter, was nicht so angenehm ist. Das schöne Diner wird dann gleich zerstört. So, das kann rüber. Ich machen. Wir haben Heilung. Auf sich selbst. Medizinischer Modus. Rums. Ach, du bist Scharfschütze, dann bleibst du erstmal hier. Feuerschutz! Du auch. Feuerschutz! Und du das vorne. Zu dem großen, großen Stein. Gebe Feuerschutz! So, bist du da vorne, kannst du ruhig laufen. Du gehst dann ja eh in den Feuerschutzmodus. Na los, zeigt euch! Genauso wie du. Captain Hexcode. Biete Feuerschutz. Hier entgeht nichts. Und Venom. Ja, aber die kann ja auch nichts entgehen, wenn sich nichts passiert. Feuerschutz! Legen wir endlich los! So, wieder 2 Schritte nach vorne. Mir entgeht nichts! Wird erledigt! Wird erledigt, dann hinter mit dir. Na. Ja. Meines 1-5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Und nachladen. Auf geht's! Hoffentlich Vorlaufen. Lohnt sich das. Das hoffe ich auch. Position bestätigt. So, die gehen auch wieder im Feuerschutz. Feuerschutz! Feuerschutz! Na, hi! Oh, hi. Ist ja nicht so erfreulich, dich zu sehen. Na, das ist auch nicht sehr erfreulich, daneben zu schießen. Komm schon, Advent-Einheiten gesichtet.
So, jeder darf jetzt mal drauf schießen. Und hoffen, dass sie 10% zuschlagen. Minimaler Schaden. Rüstung hält stand. So, der nächste. Der macht mal das Unkraut nur weg. So, Captain große Knarre. So, haben wir wenigstens mal ein bisschen Rüstung entfernt. Diese Rüstung ist stark. Allerdings. Heftiger Schuss. Ruf damit. Bam, 10%. Ziel ausgeschaltet. Sperre Bereich ab. Genug erwartet. So. Gucken wir mal, was der kleine Hübsche da hinten macht. Feuerschutz. So, ran ans Fenster. Biete Feuerschutz. Verstanden. Du gehst dahin, gute Frau. Nur 60%? Das können wir doch steigern, wenn wir ihn flankieren, oder? Ich glaube, dann machen wir auch mehr Schaden, wenn wir in der Flanke sitzen. Naja, tot ist er zumindest. War's da schon? Scheint so, die Musik ist weg. Die Mission echt flott. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt, Mission erfüllt. Ja, 6 Gegner waren es nur. Also ab nach Hause. Wir sehen uns in der, bei der Avenger. So, willkommen zurück auf der Avenger. Unser Trupp ist zurück. Natürlich hat sich wieder hier unser Captain Einauge leicht verletzt. Ihre Leistungen im Einsatz motivieren das gesamte Team. Ja, wir sind ja auch der Hammer. So, neuen Ingenieur, warum auch immer. Den können wir ja mal in die Werkstatt stecken, warum auch immer. Personal-Gremlins, plus 2. Können wir den hier... Aber wir können keine Gremlins mehr irgendwo reintun, ne? Ne, nur in anliegenden Räumen. Ne. Haben wir Wissenschaftler, die nichts tun? Ne, wir können ja aber Soldaten reinstecken, damit sie schneller geheilt werden. Da haben wir das Training laufen und wir sind dabei, Informationen zu sammeln. Aber wir haben... 95 haben wir. Vorratslieferung verfügbar, ja, ja. Alien-Legion, nicht jetzt. So, da können wir jetzt höchstens... 2 Sachen, dann haben wir 70 ausgegeben. Das, das, das... Ausgegebene verfügbare Information, wir brauchen 156, okay. Dann holen wir uns jetzt erstmal unsere Vorratslieferung. Avenger berechnet neuen Kurs. Und hoffen, dass irgendwo Informationsding aufploppt. So. Ausbildung fortsetzen. Sieht auch abgefahren aus jetzt mit den weißen Haaren. Ist das automatisch, wenn die Psioniker werden? Der C wird eine Aura umgeben. Der C-Soldat war seine mentalen Beeinträchtigungen und Druckmitglieder sofort entfernt oder blockiert. Ja, schöne Nummer. Also die C-Soldaten wirken eigentlich ganz cool. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn wir sie dann auch einsetzen. Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Obwohl ich mit unserem regulären Trupp eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden bin. So. Der hat auch seine Ausbildung fertig. Wahnsinn verursacht nun eine geringe Menge an garantierten Schaden und fügt dem Ziel Ruptor zu. Sprengzünder. Das glaube ich machen wir mal. Und während die lernen, gehen wir weiter scannen.
Oh, zwei Tage noch. Ich glaube, irgendwas läuft gerade im Hintergrund. So, Avatar-Projekt. Schreite voran oder was ist los? Ja. Aber wir haben ja noch 4 Blöcke Zeit, also ist alles entspannt. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. So, neues Personal ist auch rekrutierbar, aber das brauchen wir alles nicht. So, was machen wir denn jetzt, um die Zeit totzuschlagen? Da hinten gibt es Alien-Legierung. Rein theoretisch brauchen wir aber Informationen. Avenger berechnet neuen Kurs. Und ungefähr 60 Informationen brauchen wir noch. Und im Schwarzmarkt können wir keine Informationen kaufen, da kaufen wir mit Informationen ein. Ja, Gesichtslose verstecken sich jetzt in Missionen, die sind auch nicht unbedingt eine Bedrohung. So, Ausbildung. Wieder ein Stück weiter. Oh, Nulllanze. Feuere einen unglaublich starken Strahl ab, der vor allen Zielen Schaden zu. Die er durchdringt. Dieser Angriff kann mehrere Gegner und Hindernisse durchdringen. Was gibt Schöneres? Außer mit einem Strahl sacht zu durchdringen. So. Und die nächste Ausbildung ist fertig. Mach schon. So. Fügt organischen Feinden garantierten Zielschaden zu, ignoriert Deckung und Rüstung. Immer das gleiche. Zumindest bei dem zweiten haben wir oft Sachen, die wir schon beim ersten irgendwie gelesen haben. Okay, das Avatar-Projekt wird gerade ein bisschen schneller vorangetrieben. Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Wir werden gleich eine der Einrichtungen zerstören, das geht ja nicht anders. Okay. Na, Soldaten brauche ich auch nicht. So, dann... Was machen wir denn dann? Ach komm, wir fliegen da jetzt nochmal hin. Avenger berechnet. Wir hoffen da einfach, dass irgendwo Missionen Dings auftauchen. Und dann greifen wir hier die Hütte dann mal an. In der nächsten Episode. So, Nulllanze Ausbildung fortsetzen. Stasis, Bollwerk, Sprengzünder. So. Dann wird er halt immun jetzt. Und scannen. Und scannen. Und die nächste Ausbildung ist fertig. So, irgendwann müsste der andere doch mal fertig sein. Auch Stasis, Bollwerk, Sprengzünder. So. Auch immun gegen alles an Veränderungen. Und weiter geht's. Wir haben schon fast die nächste Vorratslieferung am Start. So. Beutezug, sehr gut. Überfallposition ansehen und da kriegen wir wieder ganz viele tolle Sachen und diesen Einsatz werden wir dann starten. Aber erst in der nächsten Folge von XCOM 2. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, sehen wir uns hoffentlich auch in der nächsten Runde wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag und ein tolles bis morgen oder bis zum nächsten Video. Bye, bye.